haben diese Ausstellung zum Gedenken an die Ines Rieder gemacht, die quasi vor 2015 verstorben ist. Und die Ines Rieder war meine Hausvermieterin, sie war die Hausbesitzerin von der Schleifmühlgasse 18. Und mit ihrer langjährigen Lebensgefährtin, mit der Marlene Rodriguez, haben wir eigentlich vor 2 Jahren geplant, eben eine Sichtbarmachung von dem Archiv von der Ines, weil also alle Dokumente und alle Schriftstücke von der Ines in das Stichwortarchiv gegangen sind. Das Stichwortarchiv ist eines der wenigen Archive, die für Frauenforschung die Türen offen hat, und das ist gleich um die Ecke in der Gusshausstraße. Und die Idee war eben auch von der Marlene und von mir, dieses Archiv oder das Leben von der Ines wieder sichtbar zu machen. Ich habe mir dann auch überlegt, 4 Künstlerinnen einzuladen, die Ines nicht gekannt haben und quasi im Archiv die Ines neu entdecken und ihr eigenes Kunstwerk zur Ines, über die Ines für diese Ausstellung machen. Meine eigene Intervention in dieses Projekt war eher als Unterstützerin, indem ich so Materialien von der Ines, die ich noch habe, für die Ausstellung gebracht habe. Und das sind eher ihre Sachen, die auf dem Schreibtisch sind, und andere Sachen. Und ich habe da mit 2 Leute gearbeitet, und wir haben zu dritt ein Video gemacht. Und das ist, dieses Video ist ein Video über den Weg von aus der Schleifmühlgasse bis zum Archiv Stichwort. Ihre Bücher und ihre Dokumente sind von hier eher dort gelagert und bleiben dort zur Verfügung für wer auch immer recherchieren will. Das ist der Inhalt des Videos, und wir werden auch durch diese Videos sehen, dass irgendeine flüchtige Person dieses Material so sich nimmt und mit dem Rucksack von Ines eher weggeht und dann im Archiv auftaucht. Und das war auch die Ines, jemand, der immer wieder herumgegangen ist und alles angeschaut hat, und bis sie herausgefunden hat, was sie haben wollte, hat sie nicht aufgegeben. Mein Name ist Denise Schellmann, ich bin bildende Künstlerin, und ich wurde dankenswerterweise von Michaela Stock und Marlene Rodriguez eingeladen, um bei der Ausstellung von Ines Rieder, die Gedankenwelt zu Ines Rieder, Werke anzufertigen. Ich habe Ines Rieder nicht gekannt. Ich wurde deshalb eingeladen, weil ich einen wissenschaftlichen Background habe und weil Ines Rieder auch sehr wissenschaftlich gearbeitet habe. Und darauf beziehe ich mich auch in meinen Arbeiten. Mich hat während der Recherche und während der während der Recherche zu Ines Rieders Arbeit, zu ihrem Werk, sehr ihr Arbeitsprozess interessiert, der sehr akribisch war, und sie hat sich sehr, mir ist vorgekommen, fast ein bisschen zuerst chaotisch, aber dann doch sehr geordnet an ihre Themen herangetastet. Und das hat mich an meinen eigenen Arbeitsprozess in meiner Kunst und in meiner Wissenschaft erinnert. Und zu diesem Thema sind auch meine Werke entstanden. Ich habe einen Stop-Motion, einen Animationsfilm gemacht, wo es eben auch um die Gegenüberstellung zwischen Ordnung und Chaos geht. Dazu ist dann auch noch eine Fotokollage entstanden. Und dann habe ich ein Diptychon gezeichnet, wo es auch um die Gegenüberstellung zwischen eigentlich Verspieltheit und Strukturiertheit geht. Ja, hallo, mein Name ist Nicole Suzuki. Meine Arbeit hier in der Ausstellung ist eine Serie mit dem Titel Paper. Sie besteht aus 5 einzelnen Arbeiten, und sie ist sehr stark inspiriert von meiner Tätigkeit als Verlegerin und Gründerin des Zaglossus Verlags. Und in diesem Rahmen hatte ich auch das Glück, mit Ines Rieder zusammenzuarbeiten. Es sind 2 Bücher von Ines Rieder im Zaglossus Verlag herausgekommen. Ein Buch hat den Titel Die Geschichte der Sidonice, Sigmund Freuds berühmte Patientin.
Und ein Buch hat den Titel Mopsa Sternheim, ein Leben am Abgrund. Und im Zuge dieser Zusammenarbeit für diese zwei Bücher und auch darüber hinaus hatte ich das Glück, umfangreiche Gespräche mit Ines führen zu dürfen, wo sie auch ihr Wissen und ihre ganze Gedankenwelt mit mir geteilt hat. Und diese Arbeit Paper ist sehr stark auch davon inspiriert, weil es dabei darum geht, welche Geschichten aufgeschrieben werden üblicherweise, welche vielleicht nicht unmittelbar sichtbar sind und sichtbar gemacht werden können und sollen. Und es geht auch darum, sozusagen, dass Geschichte nicht aus einem einzelnen roten Faden nur besteht. Das ist etwas, was ich sehr stark aus meinen Gesprächen mit Ines Rieder mitgenommen habe, sondern dass es immer viele unterschiedliche Fäden gibt, die zu einem komplexen Netz zusammenkommen, mit unterschiedlichsten Verknüpfungen, losen Enden, unerwarteten Verbindungen. Und ich glaube, deswegen passt diese Arbeit sehr gut in diese Ausstellung zu Ines. Mein Name ist Lilo Nein. Hier ist eine Arbeit von mir in der Ausstellung Gedankenwelt für Ines Rieder. Und ich habe hier ein Gedicht für Ines Rieder geschrieben. Und zwar in der Frage, wie ich mich einer Person nähere, die ich selbst nicht kenne, habe ich mich dafür entschieden, Einfühlung oder das Einfühlungsvermögen als künstlerische Strategie einzusetzen, sozusagen auf eine Art und Weise auf jemanden zuzugehen, die man vielleicht blind nennen könnte oder in irgendeiner Art und Weise mehr vom Gefühl als vom Verstand gesteuert. Also nicht über die Recherche oder über die Objektivität oder über andere künstlerische Strategien, die mir auch nahegelegen wären, auf Ines Rieder zuzugehen, sondern eben einen anderen Weg zu wählen und etwas Neues auszuprobieren. Und das habe ich hier auf diesem Tableau in unterschiedlichen Arten und Weisen realisiert. Also es ist immer derselbe Text, in der Dunkelkammer, also analog produziert, in unterschiedlichen, fast wie Gefühlsvarianten oder wie Arten und Weisen des Sprechens. Also es ist derselbe Text, aber durch die unterschiedlichen Arten, wie der Text in Erscheinung tritt, vermittelt er uns was Unterschiedliches. Und das Gesamtbild, das ergibt wieder etwas, was dann noch einmal unterschiedliche Betrachtungsweisen des Textes zulässt. Und das war mir wichtig, sowie unterschiedliche Stimmen, die zusammen auf etwas hindeuten, was wir vielleicht in dem Moment nicht verstehen, aber was uns innerlich bewegt oder so. Ich bin die Elisabeth Cibana und komme vom Klang, bin Komponistin, aber meine Arbeiten sind auch immer so an der Grenze zu medienkünstlerischen Arbeiten. Also in dieser Ausstellung zur Ines Rieder habe ich eine Klangarbeit gemacht, die aber auch sehr viel mit dem Archiv zu tun hat, und zwar im Speziellen hier mit dem Archiv von der Ines Rieder. Es ist der Gedächtniskanon Ines Rieder. Und weil es eben auch um ein Archiv geht, habe ich dafür unterschiedliche Medien gewählt, eben den Edison-Phonograph mit einer Wachswalze und einen Reiseplattenspieler, weil ich erfahren habe, dass die Ines Rieder auch sehr viel auf Achse war, und einen Kassettenrekorder, also alles noch analoge Medien, auf denen ein Teil gespeichert ist und abgespielt werden kann. Für die Arbeit Gedächtniskanon Ines Rieder habe ich Materialien aus dem Stichwort Archiv genommen, also Sprachaufnahmen von der Ines Rieder. Ich wollte unbedingt ihre Stimme haben zu verschiedenen Themen. Und dazu ein Stück von mir aus der Virus-Serie,
weil ich mir gedacht habe, es ist ein Salon und das ist eine Klavierkomposition. Und da haben wir gedacht, okay, in einem Salon wird einfach Klavier gespielt. Und das sind so die beiden Materialien, die ich für diese drei Stücke gewählt habe, die man selbst abspielen soll, kann. Und so immer ein Fragment von diesem Kanon hört. Und natürlich, je nachdem, wie, ob es gleichzeitig oder hintereinander oder wie auch immer von den Besucherinnen abgespielt wird, ergibt sich immer ein anderer Kanon. Ja, es war ein Interview, das sie für eine Radiostation in Vancouver gegeben hat. Ich habe es auch gut gefunden, dass es auf Englisch ist, weil sie ja sehr lang in den USA gelebt hat und es geht um dieses Buch. AIDS, The Woman.